Tag Leute, herzlich willkommen wieder zurück bei Uncharted 3. Ja, wir sind in Atlantis der Wüste angekommen. Diese Statuen schauen uns alle bedrohlich an. Und ja, das ist aber nicht das größte Problem, sondern eher dieser riesige Sandsturm, der auf uns bedrohlich zurast. Und irgendein großes Geheimnis wird in diesem Atlantis der Wüste sich verbergen. Und wir werden dem natürlich auf die Schliche kommen. Das ist eine Sackgasse, das stimmt. Aber das war mir so klar, dass es hier noch so ein kleines, amputiertes Männchen gibt, was ich einsacken werde. Und dann auf dem Schwarzmarkt für viele Tausende von Dollars verkaufen werde. Ja. Denn wir sind ehrlich, den großen Schatz von den Drakes werden wir eh nicht finden. Der wird wahrscheinlich eh zerstört werden. Und wir gehen hier nur mit ein paar Peanuts raus. Aber dann können wir wenigstens den ganzen Schrott, den wir gefunden haben, mal verkaufen. Okay, auf einen geilen Part. Deshalb konnte die Stadt hier so aufblühen. Eine unterirdische Quelle speist das alles. Sauber. Verrückt, dass die immer noch sprudelt. Das ist ja der Wahnsinn. Was? Nein. Nein. Bitte. Sally. Okay. Verdammt. Es ist so geil, Alter. Direkt aus der Cutscene. Direkt in den Tod gestürzt. Okay. Ich muss erstmal verdauen, dass gerade Sully ist. Der wirklich tot? Und sie hat mich. Ach Gott, wieder diese. Ich verstehe gar nicht, warum die nicht zu sterben. Was ist mit dem? Warum leuchten die so komisch? Das sind doch irgendwie andere Gegner als sonst, oder? Was war mit dem los? Da hat doch irgendwas gar nicht gestimmt, Dude. So, okay, die Gegner werden noch härter. Finde ich gut. Okay. Stirbt der jetzt oder brennt der da noch ewig? Boah! Hä? Okay. Was sind denn das jetzt hier für komische Dämonen? Das ist ja alles sehr merkwürdig. Das ist doch alles viel zu merkwürdig, oder? Hä? Ich finde, sowas muss man erklären. Die können doch jetzt nicht einfach sowas hier machen. Also ich würde jetzt mal sagen, der Gegner cheatet. Was ist denn hier los? Die können jetzt hier... Die haben einfach ein zweites Leben. Aber das Gute ist natürlich, dass wenn die leben, kann vielleicht Sally auch noch leben. Okay. Ich bin einfach perplex. Sally ist jetzt auf einmal tot. Ich verstehe es nicht. Einfach nur perplex. Gegner können jetzt mit dem Kopf brennen, haben doppelte Lebensanzahl. Alles easy. Nehmen wir einfach mal so hin. Hä? Wo ist er denn?
Ey, Leute, ich raff's nicht. Was ist das für ein Schmarrn? Erklärt mir das bitte. Ihr könnt jetzt nicht einfach einen Gegner spawnen lassen und der darf jetzt hier machen, was er will, oder wie? Ich will jetzt einfach eine reale, existierende Kraft verdeutlicht haben, die das kann. Das geht so nicht. Der lebt noch. Bazooka. Der lebt bestimmt immer noch. Was? Wo? Was? 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 Ich hab was gesagt. Ich muss antworten. Pfeifenreiniger. Okay. Die Waffe ist gut. Wir haben nicht mehr so viel Munition. Okay, Musik hört auf. Ey, Sully ist nicht wirklich tot. Sully ist nicht wirklich tot. Wir können den bestimmt auch wieder beleben. Und dann hat er halt einfach so einen brennenden Kopf. Völlig normal. Völlig easy. Ne? Da kommt er einfach im vierten Teil und ist hier der Ghost Rider. Völlig normal. Brennt halt. Hast auch einen schönen grafischen Effekt. Und wenn man dann nochmal nachts in der Wüste ist, dann hat man auch gleich so eine Wärmequelle. Immer schön an Sullys Kopf halten. Völlig normal. Okay. Damit. Ja, komm sofort zurück, du Mistkerl! Ne? Du bist tot! Warum hat er überhaupt so eine Furzgranate da reingeworfen? Komm sofort zurück! Ich meine, in der Zeit hätte er viel besser rennen können. Oh nein, nicht wieder so ein Scheiß hier. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Das ist unmöglich. Das ist alles totaler Schwamm. Ach Gott. Der spielt mit meinen Gefühlen. Der kommt bestimmt gleich nach unten auf die 12. Ist das ekelhaft? Ist das ekelhaft? Ich hab gesagt, isst man dem Bazar keine Früchte, aber nein. Nathan hat damals schon als kleiner Bub die Äpfel geklaut, jetzt weiß man warum. Die Spinnen, überall waren sie. Gammelfleisch, der Skandal überhaupt. Da, hab's doch gesagt. Das ist der Anfang. Weg, es bricht ein. Oh, nee. Wie geht? Aus jeder Palme und kriecht's und fleucht's. Okay, hier geht's nicht weiter. Was? Das ist der Anfang. Nein, das ist der Anfang. Nein. Ich hab... Nein, geh weg, bitte. Das war Notwehr. Was ist das? Das war Notwehr. Ich konnte nicht anders. Ich musste. Ich war gezwungen zu schießen. Ich wusste natürlich, das ist ein Traum. Es wird natürlich nicht auf Sully schießen. Alles bewegt sich. Ich muss raus. Ich muss hier weg. Nein, nein, nein. Nein, kann nicht. Was geht hier? Alter, ist der auf einem Trip. Jetzt sind wir wieder hier. Das ist bestimmt seine Gasgranate gewesen, ne? Deswegen hat er die geworfen. Wir sind bestimmt total, Achtung, vernebelt. Los jetzt, hier gehen wir ein bisschen schneller. Oh. Bisschen Munition. Ist denn hier irgendwo lang gerannt? Kein Ausweg, kein Ausweg. Oh nein, sind das wieder hier Burning Heads? Natürlich. Was soll das? In diesen komischen brennenden Schädeln. Ah ja. So, nochmal. Nochmal. Bitteschön. Oh, da ist er. Da ist er. Lebt er noch? Wow! Ihr habt ihn getötet. Ich was? Da war wieder so ein. Himmel, Arsch und Zwirn. Diese Burning Flitzköpfe hier, das sind die allerschlimmsten. Das waren bis jetzt die allerschlimmsten Gegner. Auf einmal flackert's und flimmelt's und direkt neben dir ist er. Das gibt's gar nicht.
Also ganz ehrlich, wenn man schon irgendwelche Cheats oder Hacks benutzt, dann muss man das wenigstens subtil machen, dass es nicht jeder mitkriegt. Und nicht einfach brennen den Kopf. So, hab noch Zeit für Geheimnisse nebenbei. Boah, ich raff's gerade gar nicht, was ich machen muss. Was macht denn der da? Der tanzt. Nee, die war wenig. Jetzt geht's auf, okay. Demo. Na, warte mal, die Waffe will ich auf jeden Fall noch leer bratzen, hier die drei Schuss. So. Was passiert hier? Das ist ja wunderschön. Das war so klar, das war einfach so klar. Du gehst einen Meter, es blitzt und blinkt und auf einmal bist du. Alter Latz. Gibt's hier irgendwas, wo ich Deckung nehmen kann? Der Mörder! Warum schieße ich nicht mehr? Halten die jetzt irgendwie 4 Schuss aus oder was? Die halten doch immer mehr aus. Der Mörder! Ja, Mörder, echt. Und zwar an mir. Ich schaff's nicht. Was soll ich denn noch machen? Meine Munition ist halt leer, ihr Pfeifis. So, bitteschön. Boah, also ganz ehrlich, was wollen sie denn noch mit mir machen? Der Schwierigkeitsgrad ist irgendwie so unausgegoren von diesen Shooter-Einlagen hier gerade. Das gefällt mir gar nicht mehr. Es ist einfach nur noch erbärmlich, was hier passiert. Was hat er denn jetzt gemacht? Er hat seine Hände hochgehalten. Und da bin ich auch tot. Hier! 2 Granaten! Er lebt immer noch. Wow. Leck mich. Wenn ich wüsste, wo er ist. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind nur noch ein Gegner, dann haben wir Glück. Da ist er. Yes. Boah, ey, ganz ehrlich, das ist einfach, das ist zu viel für mich, dieses Spiel gerade. Das ist einfach zu viel. Es ist sehr, sehr geil, aber... Leute, ich bin auch ein bisschen krank. Das muss man einfach jetzt auch mit dazu. Ich weiß gar nicht mehr, was ist jetzt real, was nicht, was gehört zum Spiel. Vielleicht bin ich gerade im Fiebertraum. Ich weiß es nicht. Es könnte alles möglich sein gerade. Sally? Sally? Ja, hey, Sally. Stimmt das jetzt? Ist das wirklich im Spiel oder habe ich gerade eine Macke? Und warum wabert die Tür da so links? Was soll das alles? Sally, ich bin hier. Ich habe das Gefühl, ich muss ihn abschießen, aber auch das darf ich nicht. Sally, ich... Nein, nein, nein. Das ist alles nicht normal. Das ist nicht normal. Ich drück da jetzt drauf. Warum will er da nicht hoch? Das ist alles zu viel für mich, Leute. Das ist alles zu viel. Ja. Ich meine, dieser Mensch kann doch gar nicht überleben. Da bin ich. Da bin doch ich. Bin ich das nicht? Vielleicht hilft mir ja mein anderes Ich. Nee, das geht nicht. Das bin ich. Das bin ich. Ah, der hilft mir. Tatsächlich, der hilft mir so. Jetzt müssen wir drüben hingehen, oder was? Er kann ja auch mal irgendwas sagen, oder?
Also ich bin schon da. Ich raff's nicht. Hä? Geht das so einfach? Ja, wenn ich die Badewanne einlasse und mein Spiegelbild sehe, dann habe ich die doppelte Kraft. Du musst schon immer baden, ist wichtig. Was ist das? Ich bin überfordert, Leute. Einfach restlos überfordert. Warte mal, aber das ist doch der Weg, wo Sully lang gegangen ist, ne? Hier. Da ist Sully lang. Okay. Sully? Ich weiß, du kannst es eigentlich nicht sein. Du bist gestorben, du bist tot. Aber falls es dich in irgendeiner anderen Welt doch noch geben sollte. Gib mir mal einen Tipp, was muss ich denn hier machen? Oh, yes. Bleibt mal bitte ganz kurz alle stehen. Ich habe eine Bazooka für euch. Kapitel 22. Die Tagträumer. Okay, es ist doch noch länger als gedacht. Oh, warte mal. Das sind wieder normale Gegner, oder was? Aua. Wo denn? Aber klar, ne? Es kommen Gegner, dass ich dann erstmal sterbe. Das ist logisch. Das ist einfach bei dem Spiel so. Das ist einfach so gemacht. Das soll so sein. Ey! Hallo? Oh Gott. Gott. Die Feuergefechte gehen mir gerade so auf die Senke. Es war gerade so schön surreal. So, wo kam der jetzt her? Da ist er. Ich weiß leider nicht, von wo er kommt. So, ich habe keine Munition mehr. Gleich kommt der Dicke, da bin ich am Arsch. Ach, Dreck. Das ist korrekt. Das nennt man Dreck. Ich habe keine Deckung. Der Dicke wird kommen, wird mich gleich ordentlich in den Arsch zermöbeln. Also der da ist eigentlich am gefährlichsten. Den kann ich so platt machen. Okay. Ich habe einfach gerade, finde ich, zu wenig Munition. Ich weiß gar nicht, wie ich es machen soll. Den kann ich so platt machen. Dann heißt den da oben auch. Oh Gott, toll. Oh Gott, wie toll einfach diese Feuergefechte sind. Die machen richtig Spaß, ey. Macht richtig Laune, immer wieder da hinzulaufen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, wo ich in Deckung gehen kann, weil einfach zu viele Gegner da sind. Aber ihr merkt schon, es ist mir einfach Wurst gerade. Weil ich habe das Gefühl, ich kann es eh nicht ändern. So. Man muss es einfach wieder so auswendig lernen, ne? Jetzt kommt der von da oben. Jetzt kommt der da oben nicht mehr. So, der wirft das Ding her. Oh, hab ich leider vergurkt. So, wenn der Dicke kommt, bin ich im Arsch. Jetzt kommt der. Wie wär's damit? Nee. Okay. Ah, da war noch einer, oder? Das war's noch nicht. Ich habe das Gefühl, hier war noch einer, aber wo ist der hin? Boah, meine Herren, ey. Ich habe langsam das Gefühl, man kommt hier keinen Meter mehr weit.
Oh Gott, ja, toll. Keine Ahnung, wo kommen die denn alle her, Mann? Es nervt. Hört jetzt auf, von allen Ecken zu kommen. Wo kommt der denn hier hinten jetzt? Wie geht denn das? Ist hier noch irgendein Weg? Boah, leck mich am Sack. Ich will es jetzt einfach nur noch fertig haben hier. Es ist einfach nur noch erbärmlich, was hier läuft. Zwei Granaten werfen, komm. Hast du durchaus recht. Ist einfach nur noch Dreck. Komm hier hoch. So, jetzt nicht zerrissen, ne? Alter, guck dir das an, du willst hier nur die Knarre holen. Ein normaler Hampelmann. Mach dich hier noch fertig. Diese Feuergefechte sind einfach nur noch die Hölle. Absolute Hölle. Die machen mich sowas von nackig hier, wenn du nicht sofort weißt, von wo die kommen. Boah, schlimm. Richtig schlimm. Keine Ahnung. War das jetzt ein Gegner, der sich mit Absicht in die Luft gesprengt oder was sollte das? Muss ich das hier nicht drehen oder so? Ne? Ne? Muss ich nicht? Okay. Das macht so viel Spaß, das Spiel, aber ich werde, ohne Mist, ich werde den anderen Teil, werde ich nicht auf schwer spielen. Den werde ich, nein. Alles klar? Ja, Mann, bei mir war... Was hast du? Wer sagt mir, dass du echt bist? Au! Ist dir das echt genug? Richt niemals eine Knarre auf mich. Sie haben dich erschossen. Nach der Finsternis. Was? Welche Finsternis? Hör mal, du bist durchgedreht, als du das Zeug getrunken hast. Dieses Wasser, das hat die Stadt zerstört. Nicht der Zorn Gottes. Die Wasserversorgung ist verseucht mit einer Art halluzinogenem Erreger. Sie wurden alle verrückt. Das also wollen Marlow und Herbert. Oh Mann, ja. Cutter sagte doch, sie besiegen ihre Feinde mit Furcht. Oh Mann, das dürfte reichen. Verdammt lange. Aber, Moment, das ergibt keinen Sinn. Wie wollen sie das Wasser hier rausbekommen? Nein, nein, nicht das Wasser. Das, was in dem Wasser ist. Wie bitte? Okay, hör zu, lass mich mal überlegen. Salim sagte mir, dass Iram verflucht wurde. Als Salomo die bösen Geister des Djinn in einem Messinggefäß einfing und in die Tiefen der Stadt goss. Nur ein Flaschengeist. Ich weiß, das klingt ziemlich verrückt. Und du glaubst, deshalb haben Elizabeth und die Francis Drake überhaupt erst hierher geschickt? Ja. Es gab keinen Schatz. Sie wollten Macht. Aber als Drake verstand, warum er hergeschickt wurde, brach er die Mission ab. Er log die Königin an, sagte, er hätte nichts gefunden und verwischte dann die Spuren seiner Reise. Schrieb die Geschichte neu. Wer widerspricht schon Sir Francis? Was sagst du? Wir gehen runter und beenden die Sache. Ein für alle Mal.